Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz schnelles Rezept für euch. Ein super leckeres und perfekt geeignet für abends zum Grillen oder auch einfach so für den Nachmittag, um den Durst zu löschen. Wir machen eine selbstgemachte Erdbeermumbo und die schmeckt wirklich fantastisch und super einfach in der Herstellung. Und die ist wirklich, also ganz schnell gezaubert. Kids lieben übrigens auch selbstgemachte Limo, mit denen kann man die immer locken. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal die wenigen Zutaten, damit wir sie schnell herstellen können. Für die Erdbeerlimo benötigen wir einmal 250 Gramm Erdbeeren, 80 Gramm Zucker, 70 Gramm Zitronensaft, 800 Gramm kaltes Wasser. Dann nehme ich jetzt hier Sprudelwasser. Wer stilles mag, kann natürlich auch stilles benutzen. Und zum Servieren werden wir hier noch ein paar Eiswürfelchen. Außerdem werde ich dann noch ein paar Zitronenmelisse-Stängel vom Balkon holen. So, ihr Lieben, ich habe euch versprochen, das Rezept geht ratzfatz. Und so ist es auch. Wir geben einfach alle Zutaten, bis auf die Eiswürfel und die Minzblätter, in den Mixtopf. Also die Erdbeeren, den Zucker. Den Zucker kann man auch variieren, wenn ihr richtig, richtig süße Erdbeeren habt. Dann könnt ihr auch das ein bisschen weniger Zucker reinmachen. Zumindest 20 Gramm weniger. Dann den Zitronensaft. Und das Wasser. Das wiege ich jetzt einmal ab. Mache ich nochmal auf Tara. Das liebe ich am Thermomix, dass man es einfach im Topf abwiegen kann. Dazu gehört natürlich auch ein bisschen Übung mit dem Feingefühl, aber wenn man das ein paar Mal macht, hat man das schon gut raus. Und das Ganze wird jetzt einfach nur für eine Minute bei Stufe 10 püriert. Eine Minute ist rum. Das bedeutet, die Limo ist schon fertig und es duftet schon herrlich nach Erdbeeren. So, Lieben, servieren kann man das Ganze hier am besten in so Schraubgläschen oder in so großen, schönen Cocktailgläser. Dann tun wir hier einfach schon mal ein paar Eiswürfelchen rein. Je nachdem, wie kalt man das natürlich mag. Dann füllen wir das Ganze um. Servieren können wir das Ganze hier einfach mit so ein paar Minzblättern. Ich mache hier gerade mal aus den kleinen so ein paar rein. Also ich liebe Zitronenmelisse, die gibt so ein schönes Aroma ab. Es duftet auch herrlich. Entweder serviert man das dann mit Deckel zu. Ich finde, wenn man draußen grillt, ist es immer angenehm, wenn man Deckel zuschrauben kann, weil dann sind ja immer draußen so ein paar Fliegen unterwegs, ne? Und so kann man dann sicher gehen, dass man auch wirklich keine unangenehmen Besucher am Glas hat. Ich mache jetzt mal eine Geschmacksprobe für euch. Schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Und ihr seht, es ist auch ratzfatz hergestellt. Mit ganz wenig Aufwand. Ich würde sagen, ihr müsst das Rezept unbedingt ausprobieren. Schreibt mir mal in die Infobox, ob ihr es ausprobiert habt und ob es euch geschmeckt hat. Und ich serviere das Ganze jetzt nochmal in den anderen Gläschen. Wir genießen das Ganze und ich hoffe, ihr macht das Rezept nach. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!